Habedere Straubing. Und ab ging die wilde Party. Die fünf Jungs von Labras Banda wissen mittlerweile, wie sie 4000 feierwütige Besucher im Festivalzelt am Straubinger Hagen gleich mit ihren ersten Tönen zum Toben bringen. Zum Auftakt von Blue Tone war 2 Stunden lang Toben und Mitsingen angesagt. Ihr erstes Überraschungserlebnis hatte die Band aus Übersee am Chiemsee aber bereits ein paar Stunden zuvor gehabt, als ihnen ein junger Fan kurzerhand selbstgestaltete T-Shirts überreichte. Na, wir haben das heute geschenkt bekommen vom Emil. Das ist quasi ein Bub aus Straubing. Dem ist das eingefallen. Der hat gesagt, mei, es ist schade, dass nicht nach Malmö sind. Aber eigentlich ist eh viel schöner in Straubing und deswegen machen wir denen jetzt T-Shirts. Und der Spruch ist quasi vom Emil direkt und er hat die Farben ausgesucht und die Größen und es passt voll super. Dankeschön, Emil. Wirklich unglücklich über ihre Nichtteilnahme am Eurovision Song Contest sind die Jungs eh nicht. Das hätte sie nur an der Fertigstellung ihres neuen Albums Europa gehindert, sagen sie. Und die mediale Aufmerksamkeit ist der unkonventionellen Blasmusikband ohnehin gewiss. Als Labras Banda 2011 bereits bei Jazz an der Donau spielte, war das noch nicht ganz so. Damals war das einer ihrer bis dahin größten Auftritte. Ich glaube, dass das damals beim Blue Tone für uns eins von den allergrößten Konzerte auch war. Man wundert sich ja dann, warum jetzt gerade in Straubing 3000 Leute da sind oder so. Und wir haben damals noch nicht so oft in so große Zettel überhaupt gespielt und dann war das natürlich Wahnsinn, eine Wahnsinnserfahrung. Und jetzt, 2 Jahre später, sind sie wieder da. Ein Unterschied zu damals ist kaum erkennbar. Noch immer trampeln die Jungs barfuß auf der Bühne herum und bringen die Massen zum Kochen. Spaß, oder? Ja, ist gut. Ja. Kommt ihr aus der Gegend? Na, aus München. Extra aus München heute ja. Für Labras Banda hierher gekommen? Ja. Dann nimmt man schon den Weg auf sich, das ist super. Ja, schon. Wahnsinn. Also es ist sehr nett hier. Wir finden das ganz grandios. Es ist sehr warm, es macht ja, Spaß auf alle Fälle. Und wir werden auf alle Fälle noch sehr viel Spaß haben. Ja, super, einmal frei. Also, die Musik ist ganz was anderes. Ich bin das erste Mal dabei und ich habe einen Sohn mit 8 Monaten und er kriegt auf jeden Fall ein Schlagzeug. Das ist alles schon eine beschlossene Sache. Weil noch nie bei Labras Banda. Muss man mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Bei einem solch fulminanten Festivalauftakt könnte man fast meinen, das war wohl schon der Höhepunkt. In den kommenden Tagen geben sich aber noch weitere musikalische Hochkaräter auf der Blue Tone Bühne die Klinke in die Hand. Am Freitag Unheilig, am Samstag Jazzlegende George Benson und den krönenden Abschluss am Sonntag bildet niemand Geringeres als Rocklegende Joe Cocker. Für die, die noch keine Karten haben, besteht aber noch Hoffnung. Wir haben für jeden Tag ein bisschen Karten zurückgehalten, also Mittwoch, Freitag, Sonntag wird extrem voll und Donnerstag und Samstag haben wir noch ein bisschen mehr Karten, aber erwarten wir auch einen guten Besuch. Der erste Tag beim Blue Tone Festival in Straubing war bereits ein richtiger Kracher. Und auch in den kommenden Tagen wird das Festzelt wohl noch mehrmals ziemlich voll werden. Wer aber die Partystimmung bei Labras Banda noch toppen will, der muss sich schon ziemlich anstrengen.